Im Winter 17/18 kam Vincent Cuciello für 3 Millionen aus Nizza. 2 Jahre später ist er bei den Profis vom 1. FC Köln aussortiert und soll sich einen neuen Verein suchen. In der Zwischenzeit wird der Franzose bei der U21 geparkt und sitzt im Testspiel mit der Spielvereinigung Frechen vorerst auf der Bank. Eine ähnlich passive Rolle nimmt zu Beginn dieses Testkicks der Mittelrheinligist aus Frechen ein. Es dauert gerade mal 4 Minuten und schon markiert Kaan Calıskaner das 1:0. In der Regionalliga West gelangen dem Stürmer 4 Saisontore und auch hier zeigt er sich treffsicher. Und die Kölner nehmen den Fuß nicht vom Gaspedal. Allen voran, Calıskaner hat richtig Bock heute. Nach 15 Minuten das 2:0. Und nach einer Viertelstunde deutet sich bereits an, das Ding hier könnte richtig deutlich werden. Nur 2 Minuten später, wir schreiben die 17. Spielminute und schon haben wir den 3. Treffer des Tages. Vor der 20. Minute scheint diese Partie also schon entschieden zu sein. Tobias Stecker fälscht den Ball noch entscheidend ab und dann sehen wir eine Seltenheit in dieser ersten Halbzeit. Julian Roloff im Kölner Tor darf sich nach dem Versuch von Granit Rana auch mal auszeichnen. Auf dem Kunstrasenplatz im Rhein-Energie-Sportpark ist ansonsten der FC, aber die vollkommen dominante Mannschaft. Marius Laux erhöht in der 24. Minute auf 4:0. Die einzige Frage ist heute also noch, wie hoch gewinnt der 1. FC Köln diese Partie? Doch nicht nur die Gäste, sondern auch unser Kameramann machte nicht unbedingt sein bestes Spiel. Denn er verpasste 2 Minuten später das 5:0 von Leon Augusto. In der 33. Minute war er dann allerdings wieder zur Stelle und hielt drauf, als Lukas Schlags einen Elfmeter verursachte und Markus Wilsdorf ihn wenige Sekunden später eiskalt verwandelte und Julian Roloff ins falsche Eck laufen ließ. Der Ehrentreffer für Frechen ist also gelungen, doch wirklich spannend wird es natürlich nicht mehr. Es vergeht nur eine weitere Minute, bis der FC wieder zurückschlägt. Kasra Gavilu darf sich nun auch in die Torschützenliste eintragen. Der 20-jährige Linksaußen macht noch vor der Halbzeit das halbe Dutzend voll. Kurz vor der Pause dann nochmal eine Riesengelegenheit für Frechen. Mike Marquardt lässt diese aus und so bleibt es beim 6:1 Halbzeitstand. In der Pause nimmt Kölns Trainer Marc Zimmermann einige Wechsel vor und bringt unter anderem Vincent Cuciello, der eventuell nun zu seinen letzten Minuten im Kölner Dress kommt. Er wird ja mit dem AC Florenz in Verbindung gebracht. Und dieser kann vom Feld aus wenig später eine wunderbare Vorlage von Luca Schlags bewundern. Was für ein überragender Diagonalpass. Leon Augusto hat dann leichtes Spiel und macht nach Calıskaner den 2. Doppelpack des Tages safe. In der Folge schaltet Köln 2 Gänge runter. Die letzte nennenswerte Gelegenheit hat Gabriel Boaci und so bleibt es am Ende beim 7:1 für den FC. Die Kölner befinden sich also in bester Verfassung vor der Sonntagspartie gegen die Sportfreunde Lotte. Ob Vincent Cuciello da allerdings dabei ist, ist mehr als fraglich. Ja, ich plane eigentlich nicht langfristig, weil das Ziel des Spielers schon ist, so hoch wie möglich zu spielen. Und das Transferfenster schließt jetzt zum 31. Januar. Und von daher gehe ich erstmal davon aus, dass er uns noch verlassen wird, genauso wie Matthias Bade und Niklas Hauptmann. Aber solange die Jungs bei uns sind, sind sie fester Bestandteil. Und demzufolge planen wir auch von Tag zu Tag mit ihnen. Sollte der mögliche Wechsel zum AC Florenz allerdings tatsächlich gelingen, heißt Cuciellos Gegner am Sonntag nicht Lotte, sondern Juventus Turin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.